und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich habe einen winzig kleinen, wirklich einen kleinen Haul von Ninecrafts. Ja. Und den würde ich euch jetzt schnell zeigen. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr wirklich, was ich da bestellt hatte. Ich weiß ein Stempelset, was ich unbedingt haben wollte. Und der Rest ist mir irgendwie untergegangen. Und deswegen, open me! Schauen wir da jetzt rein. So. Das machen die immer so schön, ne? Thank you for your beautiful order. Jo, ich werde Spaß haben damit. Dann hier sind ein paar Goodies drin. Und zwar einen Kartenrolling plus Briefumschlag, so ein Mini. Das ist mir hier entgegengefallen. Oh, so ein kleines Holzvögelchen. Ein Bonbon. Eine kleine Zellophantüte. Auch cool. Ich muss gucken, dass ich die gut wegpacke. So wegpacke, dass ich sie wiederfinde, aber halt sie auch nicht kaputt geht. Achso, mehrere Stempelsets. Ah, hier ist noch so ein Vögelchen. So, machen wir die Vögelchen. Die kommen hier gleich hier oben rein. Da kommen sie definitiv nicht weg. Na. Wenn ich denn treffe, es sind hier so durchsichtig. Ich habe das eben nicht gesehen, dass ich drüber bin. Da machen wir auch gleich noch die Karte mit rein. So, die Tütchen dahin. So, gut. Nehmen wir das mal raus. Ach ja, eine Stanze. Eine Stanzseite. Und das ist noch ein Vögelchen. Ach, wie schön. Alle guten Dinge sind drei. Hier ist noch ein Stickerchen. Ja, mit Merry Christmas. Kommt auch da oben hin. Und hier steht bestimmt meine Adresse drauf, deswegen nehme ich das mal weg. Genau. Alles klar. Ich habe auch noch eine E-Mail bekommen, weil ich ein Stempelset, ein kleines von Lawn Fawn, zweimal bestellt habe. Das hat einen guten Grund, warum. Und hier ist noch ein schönes Designpapier, so kariert. Geht auch hier oben hin. So. Und das so weg. Jetzt hätte es fast zugeklappt und ihr hättet meine Adresse gesehen. So, wie gesagt, ein ganz kleiner Haul. Es sind nur vier Sachen. Habe ich fünf, aber vier. Und trotzdem waren es schon wieder 50 Euro mit Versand. Und zwar hier. Wie niedlich ist das bitte? Und die Stanzen hatte ich auch. Okay, ist nicht schlimm. Ja, doch, kann sein, ja. Ich habe ja das Stempelset. Ich dachte, ich wollte das mitnehmen und habe es dann doch nicht. Ja, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber ich habe das Stempelset definitiv. Hier ist zum Beispiel der Hut. Da. Ich habe es nämlich so gut. Achso, doch kann ich euch was zeigen. Und hier ist zum Beispiel die Kitty drauf davon. Ja, und es ist nämlich wirklich sehr, sehr mühsam, das auszuschneiden. Klar, hier ist dann auch ein weißer Rand drum. Das ist mir bewusst. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Die war auch nicht teuer. Ich glaube, 3 oder 4,99 €. Deswegen durfte die mit. Einmal die Stanze für das Stempelset. So, dann dieses Stempelset. Zweimal. Einmal geht weg, einmal behalte ich. Lawn Fawn ist nicht ganz so meins. Aber ich habe hier von Sweet November Stamps diesen coolen Mond als Stempel. Und dieser kleine Wolf jault ja wohl offensichtlich den Mond an. Und da habe ich dann schon so ein bisschen, wo ich mir ja so ein, zwei Ideen im Kopf, wo mir so ein, zwei Ideen im Kopf rumspucken, genau. So, einmal mir und einmal dir. So. Dann habe ich hier nochmal Glitzerherzen. Ich liebe sie, ich liebe sie. Die sind auch nicht billig, die kosten 5 Euro noch was. Ich könnte ja auch mal gucken, ne? Dann kann ich euch die Preise ja genau mal sagen. Auch bloß in den E-Mails gucken. Die hatten mir auch eine E-Mail geschickt und wirklich nachgefragt, ob ich das zweimal haben wollte. Das habe ich erst gar nicht so mitbekommen. Ich auch nicht täglich, weil jemand kriegt so viel Spam-Kram, Werbescheiß, den man schon 100.000 Mal abgemeldet hat und trotzdem kriegt man es noch rein. Das ist richtig nervig. Moment, was ist das? Thank you. Da müsste ja dann. Genau. Also, Stanzen. Oh, doch teurer als wie gedacht. Was ist denn da passiert? 7,04 Euro.
erklärt dann auch so einiges. Naja, egal. Das Set hat gekostet. Oh, schlagt mich tot. 3,50. 3,35. 3,39 oder so. Also mal so grob ausgerechnet. So, die hier haben sage und schreibe Kosten. Die sind so teuer, aber die sind so wunderschön. Sie sind einfach wunderschön. Die sieht wirklich aus wie... Die Kamera fängt es auf, geil. Entschuldigung für das Gehwort. Wie Seifenblasen in Luft, in Herzform. Ich liebe es. Die gehen allerdings weg. Die sind nicht für mich bestimmt. Die gehen dahin, wo auch der Stempel hingeht. Wohin, verrate ich nicht, ist klar. So, dann eine Stanze, die ich wirklich, ist auch von Lawn, von deswegen war ich bei Cloud9 Crafts unterwegs, weil ich diese Stanze haben wollte. Ja, schade ums Papier, aber manchmal geht es nicht anders. Und zwar dieser hier. Und irgendwie, ach nee, oder? Ist das nicht unser Kartenmaß, ne? Ach nee. Was mache ich jetzt mit dieser Stanze? Ich bastel keine anderen Karten als wie diese. Diese Form jetzt. Dann braucht man wieder einen anderen Briefumschlag. Das geht mir gerade richtig auf die Nerven. Jetzt bin ich ein bisschen sauer. Das stand für A6. Für A6 Karten. Das sind A6 Karten. Piep. Also wenn in der Beschreibung steht für A6 Karten, dann möchte ich doch bitte auch für A6 Karten das haben. Das ist A6. Ich lege das mal rauf. Ja, da ist ein gut 8 mm mehr. So, das ist A5. Die Hälfte von A5 ist A6. Passt zweimal da drauf. So, hier ist die Hälfte. Ja. So, gut. Ist jetzt sehr, 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 sehr ärgerlich, finde ich das. Also das ärgert mich richtig doll. Vor allen Dingen, die kosten ja auch richtig Geld, ne? Also richtig, richtig Geld. Die Kur hat 21,31 € gekostet und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht so ein Herbstfan wäre und so viele Herbststempel und Halloween-Stempel hätte, hätte ich mir auch nie im Leben diese Stanze gekauft für so viel Geld. Gut. Okay. Muss ich gucken, muss ich schauen, ob, wenn ich damit eine Karte bastle, dann wird es die ganze Karte komplett auslegen. Das heißt, es ist dann nicht nur der eine Aufleger. Also es ist dann nur der eine Aufleger, weil ein zweiter, so wie hier, ne, ich habe ja hier den Kartenrohling, den Aufleger in Gold und dann den selbstgestalteten Aufleger. Wird dann halt der erste Aufleger dann wegfallen, um zu schauen, ob ich das überhaupt in normale Briefumschläge reinbekomme. Und ich bezweifle es. Wenn dann ganz knirsch, ne? Aber wirklich ganz knirsch. Ich glaube nicht, dass man den dann richtig zubekommt. Das heißt, ich müsste ergo entweder gucken, dass ich größere Briefumschläge bekomme. Oder, worauf ich überhaupt keine Lust habe, weil das überhaupt nicht meins ist, Briefumschläge selber basteln. Yeah! Okay. Hören wir mal auf zu meckern. Packen wir mal noch das süße Stempelset aus, was ich mir hier gegönnt habe, und zwar die süßen Füchse. Ist jetzt auch, geht schon in die Richtung Lawn Fawn vom Stil her. Ist nicht ganz so meiner. Nicht ganz so mein Stil. Also der hier ist süß und der ist auch knuffig. Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Man muss ja auch mal gucken. Und die sind von, was? Ich lese selber. Sorry. Bin gerade ein bisschen, also über die Stanze ärgere ich mich da gerade sehr. Und das war es auch schon. Das war der kleine Haul von Minecraft. Ja. Und dann habe ich mir bei Amazon noch bestellt. Das ist eine Stanze von Global Land. Achso, das Stempelset mit den Füchsen hat 10,98 Euro gekostet. Jetzt gucke ich mal eben schnell noch zu Amazon rüber.
um euch hier den Preis noch zu sagen, meine Bestellung. Ja, ich weiß, dass es so bestellt ist. Also ihr seht hier, ne, von Globaland ist das. Und die hat gekostet 10,79 €. Ja, da kann man dann jetzt hier Lesezeichen mitmachen, also ausstanzen, die dann natürlich selber gestalten und so eine Verpackung noch dafür. Und ja, fand ich sehr interessant. Habe ich mir gedacht, oh, nimmst du mal mit, weil ich Lesezeichen vor kurzem geschenkt bekommen habe und dann auch wieder Lust hatte, Lesezeichen zu machen. Ich hatte schon mal welche gemacht mit dem Melon Friends. Habe ich euch auch irgendwann mal gezeigt. Also man kann die hier in den verschiedenen Größen machen. Wozu das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ob das irgendwie zur Verpackung... Es ist schade, dass da keine Beschreibung zu ist. Dass das nur in so einer Folienverpackung kommt. Oder so einer Folientüte. Das hier scheint die Verpackung zu werden. Ja, muss ich echt mal gucken. Und hier kann man noch so kleine Lesezeichen machen. Oder... Nee, Aufleger wären es definitiv nicht, weil die sind breiter. Zumindest das Oval ist hier breiter. Ihr könnt es sehen, ne? Wenn ich das hier anlege. Das ist hier von dem unteren, da. Ja, mal gucken. Das ist sehr schön. Hätte ich mir wirklich gewünscht, das in größer. Finde sowas schön. Und dann kann man irgendwie... Ach, hier sind die. Diese Löcher dann noch einstanzen. Wo man dann einen Klimbammel oder irgendwas Klimbamsel ranmacht. Oder. So, und dann, weil ich ja so angekratzt war wegen den Lesezeichen. Ich habe mich gestern Abend noch dazu hinreißen lassen und selber Lesezeichen zu machen. Die sind jetzt 21 cm lang. Und zwar mit den süßen Kakteen von, ich glaube, das ist, Clearly. Nee, das ist Neffelwitz Things, ne? Ich muss mal kurz gucken. Ja, und zwar mit den süßen Kakteen von My Favorite Things. Die sind koloriert mit den neuen Twin-Markern von Action, Alkoholmarkern. Ja. Ich habe es jetzt mal seit langer, langer Zeit wieder versucht mit diesem Glanz. Ich habe hier diese Rolls. Die hier. Aber irgendwie, Gel Roll, decken die trotzdem nicht hundertprozentig. Und so zufrieden, also mit den Glanzpunkten bin ich ganz zufrieden, aber ich weiß immer nicht, wie man die Sterne richtig schick macht. Ich kriege das nicht so hin. So, das ist die eine Seite, so, und dann habe ich hier auch so Glitzerpunkte drauf. Das ist mit Distress Oxides gewischt und von der anderen Seite sieht das Ganze so aus. Na komm. Warum macht dann jetzt, macht dann Fokus. Und der hier ist nur mit zwei Stiften koloriert, mit die hellere Farbe ist mit einem Stift und die dunklere auch. Und selbst mit einer Farbe kriegt man wunderbare Schattierungen hin. Was ich jetzt dazu noch sagen muss, ich habe das Papier genommen vom Action. Und zwar von den neuen Blöcken von den Schwarz, Craft und Weiß. Früher konnte man wirklich richtig toll mit den... Kann man immer noch, wie man sieht. Also, aber... mit den Twin-Markern auf diesem Papier, auf dem weißen, auf dem stabilen Cardstock kolorieren. Aber jetzt druckt das so doll durch. Das heißt, das Papier saugt wirklich dolle an den Stiften, an der Farbe. So, dass sogar teilweise hier die Outlines, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig hinbekomme. Also ich habe jetzt, musste hier rüber mit dem Gel Roll. Das hat ganz gut geklappt. Dass die Augen... grau wurden, weil die Tinte von dem welches ist es denn jetzt? Memento. Von dem Memento ist das richtig? Wo ist es? Es lag doch hier, oder? Nee, ich habe es schon weggeräumt. Genau, von dem Memento ist ja für Alkoholmarker. Na, und ja. Dann noch ein zweites mit dem süßen hier. Also wunderschön. Wunderschöne Stempel. Und hier, alle beide haben so einen Klambammel dran. Ne? Sind einfach nur Bänder durchgezogen hier oben. Ne? Also ein Dings. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt.
halt rein ein Loch reingemacht, dieses Teil da reingedrückt und dann Bänder durch und an die Bänder noch Perlen. Und falls ihr mal einen Trick haben wollt, wie ihr so eine Perlen auf Bänder raufgefädelt bekommt, ohne euch einen abzubrechen, weil ihr das hier versucht, da durchzufriemeln, könnt ihr Bescheid sagen, dann zeige ich euch das auch mal in einem Video. Dann machen wir mal ein Lesezeichen hiervon zusammen, wo dann auch ein Gebammel dann rankommt. Und hier ist es so. Ich hatte ja euch ja im Haul gezeigt, hier die Perlen mit den großen Löchern. Richtig cool dafür, wie ich finde. Ja. Und selbst die Löcher sind noch Balle so. Also man kann die Perlen hier rauf machen. Die verrutschen nicht auf diesen, ja, auf diesem Band halt. Bei dem hier könnte es vielleicht auch noch klappen, aber bei dem würden sie runterrutschen. Ja, das ist das. Dazu könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr die Lesezeichen findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein kleines Däumchen nach oben da. ein Däumchen nach oben da. Ein liebes, nettes Kommentar und ein kostenloses Abo, falls du nichts mehr verpassen willst und demnächst dabei sein möchtest, wie wir ein Lesezeichen basteln. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt schön gesund und kreativ. Macht's gut, haut rein, macht's besser.